So, liebe Videofreunde, jetzt kommen wir zum anderen Thema. Und das ist nicht so wirklich schön. Ja, wir sind völlig umsonst nach Aulendorf gefahren und hätten eigentlich noch schön in der Schweiz ein bisschen bleiben können. Wir hatten uns ein Gespräch erhofft hier. Wir hatten ein Gespräch erbeten und verlangt. Genau, ja. Ja, genau. Michael hat ja mit dem Verkäufer, mit unserem Verkäufer telefoniert bzw. geschrieben und er hat gesagt, er bemüht sich, dass er einen Gesprächstermin am Dienstag einrichten kann. Leider ist dem nicht so. Man hat uns gesagt, wir möchten bitte wieder nach Hause fahren. So, das ist das, was hier in Aulendorf passiert ist. Und was wir uns erwünscht haben bei dem Gespräch, ist ja, dass wir immer noch, wenn wir bei, das kannst du mal erklären, wie heißt das, wenn man das Oma fühlt oder wie? Ja, wir haben ja einige Probleme hier und ein Problem ist die Warmwasserbereitung. Wenn du die auf Fuel stellst, dann fängt das hier drinnen an, nach verbrannter Elektrik zu stinken. Und also ich will mir da auch nicht erzählen lassen, dass das normal ist. Das glaube ich einfach nicht. Und das war einfach so, wir wollten einfach mal jemandem das zeigen, ja, und wollten fragen, ob das normal ist, der Geruch. Ne? Ich wollte einen zentralen Ansprechpartner haben, damit die Probleme, die wir jetzt noch haben, endgültig gelöst werden. Muss ich nicht hier vor Ort, das ist mir auch klar, dass du nicht hierher fährst und die machen das sofort. Ja, haben wir auch gesagt. Ja. Aber zumindest, dass ich mal einen habe, mit dem ich dann auch mal Nägel mit Köpfen machen kann. Wir haben mit vielen gerechnet, aber nicht, dass man sich verweigert, aus da drüben, von da drüben hierher zu kommen, um mit uns ein Gespräch zu führen. Das haben wir nicht gedacht. Und dann sind wir natürlich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Bisschen wütend auch, aber vor allen Dingen enttäuscht. Sind wir dort wieder weggefahren, weil es ist ja im Moment auch nicht so einfach, ja, spontan dann wieder irgendwo andere Campingplätze zu finden und so weiter. Aber das kommt im nächsten Video. Jetzt wollen wir euch erstmal nur über die Sache von Aulendorf berichten. Und zwar war das so, ja, wir sind dann halt gefahren und gestern waren wir dann in Garmisch-Partenkirchen und waren auf der Alpspitze oben und auf dem Weg zurück in der Gondel rief dann auf einmal Karthago an. So. Ja. Rief ein Kundendienstmitarbeiter, rief mich an und fragte, ob es gerade passt. Sag ich, Moment, ist gerade schlecht. Wir sind in der Gondel, in der Stunde, wenn wir am Platz sind, gerne. Hat er dann auch gemacht, hat zurückgerufen, als wir am Platz waren. Und wir haben uns dann unterhalten über die Situation und da sagte er, ja, das geht so nicht, dass wir da einfach kommen und dann da in die Werkstatt wollen. Das geht nur über den Handelsmann. Da sag ich, das wollten wir doch gar nicht. Davon war ja nie die Rede, dass wir da hinkommen und das Auto in die Werkstatt. Aber wir wollten mal mit einem Werkskundendienstmitarbeiter unsere Probleme besprechen, damit wir vielleicht mal jemanden haben, der sagt, okay, ja, das ist das Problem, das ist da. Bei denen kommen doch auch die Informationen zusammen aus ganz Deutschland oder aus ganz Europa, wo immer sie ihre Autos verkaufen. Die wissen doch eher Bescheid über die Probleme als jemand in, jetzt will ich dem Herrn Schubert nicht zu nahe treten, in Übigau, der das vielleicht 2-3 Mal erlebt oder auch nicht. Und jedenfalls haben wir das dann alles besprochen und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns darauf geeinigt. Er hat uns sehr ans Herz gelegt, sehr empfohlen, dass wir nach Oelsnitz ins Erzgebirge mit dem Auto fahren, wo ein sehr kompetenter Servicebetrieb von Karthago wäre. Das wäre auch ein Originalwerksmitarbeiter, der das Ganze führt, der auch Elektriker ist und alle diese Probleme, die wir an diesem Auto haben, mit Sicherheit beheben kann. Einschließlich des ja immer noch vorhandenen Problems mit der Starterbatterie. Das ist ja nur verringert worden, das Problem, dadurch, dass das Media Center abgeklemmt ist. Aber es ist nicht behoben in dem Sinne. Wir mussten, kurzer Einwand, ja, wir mussten, als wir in der Schweiz waren und auf dem Stellplatz waren, sogar das Auto mal kurzzeitig laufen lassen, damit dann der Strom wieder ein bisschen geladen ist. Ja. So, und dann werden wir das, da haben wir dann gefragt, ob das für uns eine akzeptable Lösung wäre. Und habe ich gesagt, okay. Ich meine, viele andere Möglichkeiten hast du eh nicht, sonst wirst du, weil das Thema Pirna kam nochmal auf den Tisch, dann habe ich klipp und klar gesagt, nee. Das wird also mit Sicherheit
wird das nicht mehr passieren. Und ich sagte, Herr Schubert in Ewigau, zu dem habe ich Vertrauen. Und ja, sagte, das ist okay, da können wir auch wieder hingehen. Aber er möchte, er schlägt uns das wirklich von ganzem Herzen vor, dass wir erstmal jetzt in Oelsnitz versuchen, das Auto komplett machen zu lassen. Der wird es dann auch irgendwie, hat er gesagt, wir sollen vorher dann alles Bescheid geben und anrufen, mit dem sprechen. Und wir können Bilder schicken, Videos schicken etc. Und er bestellt dann die ganzen Teile. Und dann sollte das auch in einem Tag gemacht werden, allerhöchstens zwei. Und dann könnte Michael auch in dem Auto dort übernachten. Ja. Und so werden wir das dann jetzt auch machen. So ist es. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Genau, weil er hat nämlich auch gesagt, dass er vielleicht davon ausgeht, dass dieser Ladebooster nicht der richtige ist, der bei uns da drin ist und dass der vielleicht ausgetauscht werden müsste, das hört sich danach an und alles sowas. Und uns ist natürlich alles recht, damit wir dieses Auto irgendwann mal so zufriedenstellend haben, dass wir keine Probleme mehr haben. Ne? Ja, oder Probleme, die halt durch die tägliche Nutzung sind, das ist, damit kann ich leben, aber nicht eingebaut. Das ist ja klar, aber die vom Berg aus, die Probleme kamen, die müssen ja endlich mal behoben werden. Auch der Fernseher, die Vorrichtung, die nicht richtig funktioniert, eine Schraube abgebrochen, jetzt der Stift, der nicht funktioniert, Fernseher kaputt. Du hast ein Auto, wo alles drin ist und kannst es dann halt nicht nutzen. Ne? Ja, aber auf jeden Fall ist die Sache so, dass wir jetzt nicht mehr ganz so negativ sein brauchen, sondern dass wir jetzt wenigstens mal auch mit einem Herrn gesprochen haben, den Namen von dem Herrn wissen. Ja. Einen Ansprechpartner haben, wo wir uns auch hinwenden können, und das war unser Ziel. Und dann war doch nicht die Tour nach Aulendorf ganz umsonst gewesen. Ja, das zu diesem Thema, und jetzt machen wir noch gleich, berichten wir euch, wo wir gerade sind und was wir die letzten Tage so gemacht haben. Ne? Also bis gleich.